Mein Name ist Adrian Porger, ich bin 34 Jahre alt, ich bin der Geschäftsführer der Firma Azure Security and Care und wir vertreiben in Deutschland Alarmanlagen unter dem Label Blaupunkt. Ich würde mal sagen, 70% unserer Umsätze sind online generiert. Wir haben bei Amazon als FBA-Verkäufer angefangen und haben da irgendwann, also von 1 bis 2 Verkäufen am Tag, sind wir irgendwann auf 100 Verkäufer am Tag gestoßen. Und dann hatten wir das Problem, dass immer mehr Leute oder die meisten Leute Umsatzsteuerrechnungen haben wollen, die sie von Amazon nicht ausgestellt bekommen. Und dann sind wir auf das Tool gestoßen von EasyBill, was uns im Prinzip diese Arbeit komplett abnimmt, indem es einfach sich in die API von Amazon einklinken kann und diese Sachen eben automatisiert importiert und dann auch an den Kunden die Rechnung verschickt. Die Zeitersparnis ist natürlich enorm. Also ich würde fast dahingehend, man kann es ohne dieses Tool eigentlich nicht mehr lösen. Das ist sozusagen erstmal das Tool gewesen, bis wir dann festgestellt haben, dass man mit EasyBill noch viel mehr machen kann, dass wir es eben auch als unser vollwertiges Buchhaltungsprogramm und Auftragsbearbeitungstool nutzen können und vor allen Dingen auch unsere Statistik. Also es ist für mich besonders wichtig, dass ich mir immer quasi zu jeder Zeit ein aktuelles Bild über die Geschäftsprozesse und sozusagen über das Ergebnis machen kann. Also zum Importmanager kann ich sagen, das ist sehr gut, dass man zum einen mehrere Quellen, also nicht nur das Amazon-Geschäft, sondern wir sind eben auch auf anderen Marktplätzen unterwegs, unter anderem eBay, wir haben unseren eigenen Shopware-Shop. Wir hatten mit Shopify Experimente gemacht. Was fällt mir noch an? WooCommerce ist zum Beispiel ein Thema, was wir demnächst angehen wollen, wir mit WordPress unsere eigenen Shop-Card sozusagen aufsetzen, da ist da auch schon mit drin. Also die Vielfalt der Importmöglichkeiten ist sehr gut. Was mir auch noch gefällt, ist, dass man eben verschiedene Zeitpunkte definieren kann. Bei uns ist das morgens um 7, das heißt, bevor alle Mitarbeiter ins Büro kommen, wird der erste Schub der Bestellungen, die in der Nacht angelaufen sind, importiert in unser Produktivsystem. Und dann gibt es zur Mittagszeit, wenn Mittagspause ist, gibt es den zweiten Import. Das heißt, die Mitarbeiter können nahtlos quasi den ganzen Tag immer auf ihre aktuelle Bestellungen drauf zugreifen und die Statistiken, die man tagsüber sieht, sind auch quasi tagesgenau, also stundengenau. Also ich kann EasyBill nur jedem empfehlen, der Onlinehandel seriös betreiben will. Ob man jetzt bei Amazon anfängt und da als Private Label Seller unterwegs ist oder eben ob man dann als Hersteller auf Amazon seine eigenen Waren anbieten will. Mit diesem Tool ist es möglich, dass Sie quasi den Arbeitsaufwand, den Sie vorher hatten, wenn Sie mit Endkunden zu tun haben, wirklich maximal zu reduzieren.